Mahlzeit Leute, hier sind wir wieder bei Mafia 3 und dieses Mal für Cassandra der letzte Gefallen, den wir brauchen. Die 45er in meiner Hand. Hat keiner gesehen. Wird kurz mal kurz warten, bis der Punkt da ein bisschen weiter weg ist. So. Das sieht ja nicht schön aus. Über mir ist auch einer. Erstmal noch leise töten, bis wir hier loslegen und einen falsch töten, sag ich jetzt mal so. Den kann ich nicht sehen. Ja, ich bin hier. Nächster weg. Mal gucken, wie ich die Beine da wegkriege. Erstmal den da. Ich schnapp ich mir. Denn auf der Suche sein. Ich habe rein gar nichts gesehen. Er kommt nicht wieder, wenn er weiß, was gut für ihn ist. Ein Glück, Jungs. Wer mir in die Quere kommt, ist als erster dran. Schaff den mir vom Hals! Lass mich deine Ehre einsehen! Versuch's weiter, Schwanzlund! Lieb mein. Hey, er ist hier drüben! Er mäht uns weg wie Unkraut! Im Visier! Schieße! Kommst du an ihm vorbei? Na, wie fühlt sich das an, Arschloch? Gott verdammt! Hier fang, du Stück Scheiße! Geh in Deckung! Auch weg. Da ist noch einer. Da drüben! Oh. Treffer! Oh, das war der nächste. Da oben ist auch noch einer. Nicht,
hier irgendwie komisch aus. Wirklich ganz schön komisch aus, das Auto. Das sieht irgendwie nicht so gewollt aus. Sieht wirklich nicht so gewollt aus. Ja, dann müssen wir. Komm hier hoch, komm hoch. Was ist denn das für eine Karre? Eigentlich letztes Mal hier schon durch, dass sie steckt. Schräg hochfahren. Meine Güte. Ach, rückwärts gehen. Und weiter. 2500 Meter. Oder Meilen oder Punkte oder was auch immer. Naja, das dauert, das dauert. Eine komische Karriere mit so eingebackten Kisten da drin. Ich weiß auch nicht, ob das so aussehen soll. Okay, eigentlich ging das der Rückweg relativ schnell. Ging relativ schnell, aber mal so. Wir wollen hier rein. Kehre zu Cassandra zurück. Ich würde mir wahrscheinlich eine kleine Geschichte erzählen. Da wir uns jetzt gut verstehen, ich musste an deine Geschichte denken, als du Seth deine Schwester entführt und umgebracht hat. Ach was. Ich bin hier aufgewachsen und was ich weiß ist, wenn sowas passieren würde, dann würde das ganze Hollow darüber reden. Einer würde den anderen warnen. Soll das heißen, ich lüge? Nein.
Vielleicht erzählst du nicht die Wahrheit, aber damit will ich nicht sagen, dass du lügst. Was ich meine, ist, wir sollten ab jetzt ehrlich zueinander sein. Nicht meine Schwester wurde getötet. Das war meine Tochter, Caroline. Die Dixie-Mafia hatte eine Brennerei irgendwo am Ufer bei Großmutters Haus. Sie war religiös, hielt nichts von Alkohol, also hat sie sie hochgehen lassen. Und dann kamen sie und wollten Blut sehen. Sie waren zu fünft oder zu sechst, haben das Haus umstellt und... Ich wollte Caroline noch hinter eine Kommode ziehen, aber es war schon zu spät. Großmutter haben sie auf der Veranda erschossen. Ich habe eine Kugel in den Bauch gekriegt. Hätte ich eine Waffe gehabt, wäre meine Tochter noch am Leben. Das garantiere ich dir. Shit. Hey, Cassandra. Niemand sonst beschützt uns. Also müssen wir es selbst tun. So einfach ist das. Okay, das ist hart. Du hast meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Was auch passiert. Oh, und somit kriegt ihr auch die Trophäe, die 45er in meiner. Dann haben wir die Gefallen für Cassandra auch fertig. Dann haben wir so. Jetzt sind nur noch Berg. Ja, Berg haben wir. Ihn haben wir. Also Cassandra haben wir. Müssen wir gucken, ob hier alles voll ist eigentlich. 500, 600, 6, 7. Dahin will ich. Nur 6,3. Das gefällt mir nicht. Nein, nein, nein. Man ist nicht eigentlich abschließend Verbündete. Oh, eigentlich müssen wir jetzt von Cassandra nur noch, nicht das, sondern hier hinten holen, aber müssen wir hier von hier wieder nach da oben gucken und oh. Entweder könnten wir ja hier weitermachen für Berg, für Berg, ja. Berg. Oder wir machen wieder einen Brudertod. Fangen wir diese an. Sei denn, die Karre kippt um. Nimm wieder ein Bruder tot. Mal gucken, was dieses Mal kommt. Ach du. Das ist nicht für den Weg, den mach ich jetzt schon. Ich treffe mich mit der Stimme. Oder eigentlich nicht. Hören wir nächstes Mal einfach rein. Wir fahren jetzt einfach und holen uns Cassandras Gras. Dann habt ihr das. Seht ihr das auch mal, wie es ist? Glaube ich, das letzte, eigentlich das letzte, sondern mal wieder. Und wie man halt rauskommt. 3000 Meter. Thank you.
Aua. Es tat ein wenig weh. Machen die jetzt ein Auto hier? Okay, ohne neue Karre. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Ein Satz heiße Reifen, Edelstein. Ich weiß, was du schätzt. Wieder halb tot. Ich bin da. Wo bin ich denn da? Jetzt bin ich da. Hier auch mitten im Feld hier. Draußen. Üble Gewaltfantasien, Kleiner. Gleich zeig ich dir, was echter Hass ist. Meine Güte. Ach so, das brauche ich einfach nur fahren. Also fahren wir hier oben rein und nach dahin.
Warum sind wir hier richtig? Ja, und dann die nächste rechts halten und dann. Ja, und dann werden wir schon sehen. Und dann noch mit dem LKW fahren und dann sind wir fertig. Alligatoren oder Crocodiles. So, und jetzt geht's mit dem LKW weiter. Um 600 Meter. Oh. Au. Okay. Angefahren? Naja, nur angefahren. Da finde ich die großen LKWs besser, ne? Tuckel, 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 weil die großen LKW machen so viel Spaß, dann kannst du die Autos hier links und rechts wegrammen. Aber hier. Ich mache das ja eigentlich nur, damit ich genug Kohle kriege, damit wir den nächsten DLC beenden können. Gleich jedenfalls, damit wir gleich die Kohle hat dafür. Und vielleicht doch die eine Waffe zu kaufen, die wir dann irgendwie für einen Gefallen für Vito kriegen. Aber ich weiß noch nicht, was er für einen Gefallen von mir haben will. Natürlich vor. Ja. Hallo? Bitte. Geschäfte mit maximalem Profit. Bitte. Na gut, Leute. Somit bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal kommt dann das Addon wieder ein Brudertod von Schneller Baby. Macht's gut und auf Wiedersehen.